Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier bei Optionshandel, unserem YouTube-Kanal für den Optionshandel hier auf YouTube. Und das wird heute mal ein Werbevideo. Also hier geht es wirklich um Werbung. Aber wie ihr uns kennt, wisst ihr natürlich, dass wir trotzdem ein paar Informationen in dieses ganze Video reinpacken. Und deswegen bleibt dran, denn es wird spannend. Dieses Video soll dazu dienen, ein Seminar zu bewerben. Und zwar machen wir das zum allerersten Mal. Nicht, dass wir zum allerersten Mal ein Seminar bewerben. Nein, das haben wir schon öfters gemacht. Wir veranstalten ja auch selbst hin und wieder ein, zwei Mal im Jahr ein eigenes Seminar. Aber diesmal möchte ich wirklich ganz gezielt Werbung für das Seminar eines Kollegen machen. Und zwar, ihr habt es gesehen, in letzter Zeit kommt ja auch immer mal hier bei uns auf dem Kanal etwas von Nils Gajowi mit seiner Zahltagsstrategie. Und im Mai, Ende Mai, findet jetzt in Leipzig ein Seminar statt, 5 Tage insgesamt. Und ich möchte euch einfach motivieren, euch dieses Seminar zu gönnen, denn es ist wirklich etwas ganz, ganz Besonderes. Wir haben noch nie für einen Kollegen hier Werbung gemacht, ne? Also dass wir gesagt haben, geht auf das Seminar eines Kollegen oder bucht bei jemandem ein Programm. Diesmal möchte ich es machen. So, wem es jetzt schon zu viel Werbung ist, der muss ausschalten. Alle anderen bleiben dran und ich begründe euch, warum ich dieses Seminar für so besonders halte. Ich halte hier in Händen ein Buch, das kennt ihr vielleicht, und zwar Warren Buffett, Das Leben ist ein Schneeball. Ist wie ein Schneeball. Richtig dicker Wälzer, 1400 Seiten. Das liegt bei mir am Schreibtisch und ich schaue fast jeden Tag mal kurz rein. Ein, zwei Seiten lese ich da immer mal wieder. Ich habe es also jetzt bestimmt schon 3 oder 4 Mal gelesen. Wir haben das Buch auch schon mal vorgestellt und wir machen euch auch den Link unten rein. Was hat das Ganze jetzt mit der Zahltagsstrategie zu tun? Es ist doch eigentlich so, dass wir hier im Trading gutes Geld verdienen. Und dass wir natürlich auch Renditen erzielen, wo man durchaus zufrieden sein kann. Also definitiv mehr als das, was uns eigentlich der Aktienmarkt anbietet. Wir wissen ja, langfristig gesehen machen die Aktienmärkte ungefähr so um die 8% etwa, mit allen Hochs und mit allen Tiefs. Aber wer eben langfristig dabei bleibt, diese Mischung aus Wertsteigerung der Aktien einerseits und Dividendenauszahlung andererseits, ergibt für den amerikanischen Markt betrachtet ungefähr eine Rendite von etwa 8%. Und je nachdem, wie gut ihr selbst im Trading seid, müsstet ihr eigentlich oder solltet ihr definitiv mehr Ertrag erzielen, ne? Weil wenn ihr weniger als 8% im Jahr macht, dann bräuchtet ihr gar nicht zu traden. Wäre es also jetzt der richtige Weg zu investieren? Nicht zwingend aus Renditegründen. Es gibt einen ganz, ganz anderen Grund, warum man nicht nur traden sollte, sondern warum man auch ganz, ganz zwingend als Händler investieren sollte. Und warum das so ist, da gehe ich jetzt mal ganz kurz rüber an den Flipchart. Das will ich euch jetzt hier zeigen. So, jetzt stehe ich also hier am Flipchart und ihr seht schon etwas hier. Und das habt ihr vielleicht schon mal in dem ein oder anderen Video von mir gesehen. Und zwar ist das der sogenannte Cashflow-Quadrant von Kiyosaki. Das kennt vielleicht der ein oder andere, der hat diese Bücher geschrieben. Rich Dad, Poor Dad, Robert Kiyosaki, Cashflow-Quadrant, auch ein sehr, sehr interessantes Buch, wo es nicht so speziell um das Thema Börse geht. Er ist ja sogar eher ein Börsengegner. Das ist aber mehr darin begründet, weil er natürlich ein Immobilieninvestor ist. Und meistens ist man nicht beides, sondern entweder das eine oder das andere. Aber Kiyosaki hat etwas herausgearbeitet in seinen Büchern, was ich mir schon seit vielen, vielen Jahren für mich übernommen habe und was meinen ganzen Blick auf Investment, auf Trading, auf Einnahmen komplett geändert hat. Und zwar ist das eben hier dieser Cashflow-Quadrant. Das hier sind die englischen Bezeichnungen, nämlich, was sagt der? Du hast im Leben, in deinem Berufsleben eigentlich nur 4 Möglichkeiten, wie du aktiv wirst. Nummer 1, du wirst E-Employee, also Angestellter, du wirst Selbstständiger, du wirst Business Owner, also Unternehmer, oder du wirst eben ein Investor. Und jetzt müssen wir uns da einfach mal fragen, was sind wir denn als Trader? Ich meine, jeder wird sich denken können, dass diese Seite hier, der Angestellte, reinweg von der Möglichkeit, viel Geld zu verdienen, nicht unbedingt die optimale ist. Es gibt natürlich auch Angestellte, die auch sehr viel Geld verdienen, aber
Es ist natürlich schon gerade für die Zukunft, in der heutigen Zeit, es gibt ja keine Sicherheit mehr. Jobs sind nicht mehr sicher, Renten sind nicht mehr sicher. Was ist schon noch sicher, wenn man heute einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat? Nicht mehr allzu viel. Und deswegen sollte man ja zwingend versuchen, sein Geld richtig anzulegen. Und viele von euch werden das auch machen und werden sagen, hey, dann mache ich eben Trading, weil im Trading kann ich ja Geld verdienen, kann mir vielleicht eine Altersvorsorge aufbauen oder was auch immer. Jetzt versetzt euch auch mal in die Lage, jetzt seid ihr Angestellter irgendwo und ihr seid gleichzeitig noch Trader, dann werdet ihr zwar mit eurem Geld hier, als Trader seid ihr nämlich selbstständig und es gibt diesen Spruch und der stimmt leider, wenn man selbstständig ist, dann arbeitet man selbst und ständig. Und gerade ein Trader ist ein klassischer Selbstständiger, nämlich jemand, der vollkommen ohne Angestellte arbeitet. Das heißt, der muss alles selbst machen. Nun könnte man denken, naja gut, für was brauchst du im Trading auch Angestellte? Und da gebe ich dir recht, die braucht man jetzt nicht zwingend, aber stell dir vor, du hast ein wirklich tolles System, mit dem du im Jahr vielleicht 10, 15, 20% Rendite ertradest. Und jetzt passiert irgendwas. Du wirst krank. Ganz einfaches Beispiel, du hast einen Unfall, du wirst krank, was auch immer. Also es muss jetzt nichts ganz, ganz Schlimmes sein. Aber immerhin so, dass du das hier, deine Tätigkeit, weil du bist allein, die kannst du dann nicht mehr ausführen. Du bist nur auf dich angewiesen, du kannst nichts anderes machen. So, und bei mir ist das nicht anders. Ne? Auch ich kann als Trader ein System haben, ich kann 25%, 50% im Jahr machen. Wir wissen alle, ab bestimmten Größenordnungen geht das sowieso nicht mehr. Aber angenommen, du machst jetzt, oder mir geht es so, ich mache jedes Jahr 20-25% und jetzt morgen passiert mir etwas. Wie stehe ich denn dann da? Und frag mal dich, wie stehst du denn dann da? Und deswegen musst du ganz zwingend eins machen. Du musst versuchen, dass du deine Geldanlagen hier rüber bekommst. Und zwar als Investor. Du kannst natürlich auch ein Geschäft aufbauen, du wirst Unternehmer. Und Unternehmer heißt ja, du lässt andere Menschen für dich arbeiten. So, also jemand, der sagt, ich bin Unternehmer und hat aber keine Angestellten, das ist kein Unternehmer, das ist ein Selbstständiger. Mit allen Chancen und Risiken, die das beinhaltet. Und ein Trader ist ein klassischer Selbstständiger. Selbst und ständig. Weil wenn du aufhörst, wenn du morgen keine Trades mehr machst, wirst du kein Geld mehr verdienen. Aber bleiben wir mal Thema Zahltagsstrategie mit dem Nils beim Investieren in zum Beispiel Dividendenaktien. Wie ist es denn da? Ich habe jetzt das erste Quartal diesen Jahres ist vorbei und ich habe mittlerweile, bekomme ich so viel Geld jeden Monat, dass ich vielleicht noch nicht so gut wie jetzt davon leben könnte, aber ich weiß auch, dass das nie wieder weniger wird und was muss ich dafür tun? Überhaupt nichts. Denn ich bin an Firmen beteiligt, mehreren, die mir Dividenden zahlen. Und ich weiß also hier, wenn ich diese Tätigkeit nicht mehr machen kann, die kann ich auf jeden Fall machen, weil die Aktien werden mir weiter Dividenden zahlen. Die Unternehmen werden mich weiter an ihren Gewinnen beteiligen. Und das ist der entscheidende Punkt. Als Trader allein kannst du von heute auf morgen von deinem Cashflow abgeschnitten sein. Vielleicht aus Gründen, für die du nicht einmal etwas kannst. Also wir gehen nicht mal davon aus, dass du dein Geld verlierst, weil du schlecht tradest oder sowas, sondern weil du einfach, du hast einen Unfall, du wirst krank, es gibt irgendwelche Umstände, die dich daran hindern, dieses Trading auszuführen. Als Investor, wo du an Unternehmen beteiligt bist, wo du dein Augenmerk auf Cashflow richtest, nicht mehr nur darum, es muss immer alles teurer werden, es muss immer alles steigen, bist du in einer viel besseren, komfortableren Lage. Und ich persönlich kann für mich sagen, ich bin mittlerweile in dieser Lage. Das habe ich unter anderem durch das Wissen, was mir der Nils gegeben hat, geschafft. Und das ist natürlich etwas, was mir auch Sicherheit gibt, was mich jeden Tag sehr, sehr entspannt auch aufwachen lässt am Morgen, weil ich einfach weiß, egal was passiert, einen gewissen Cashflow, einen gewissen Rückfluss werde ich jeden Tag haben, werde ich jeden Monat, oder vielleicht nicht jeden Tag, aber jeden Monat haben. Das heißt, ich kann jetzt schon relativ gut meine Einnahmen der nächsten 10, 15, 20 Jahre planen. Und ich weiß natürlich auch,
aufgrund der Vielzahl an Unternehmen, wo ich beteiligt bin, da wird mal das eine oder andere vielleicht nicht mehr so gut laufen. Dafür werden andere besser laufen. Das heißt, das spielt im Grunde gar keine Rolle. Ich weiß aber, ich werde jedes Jahr zwischen 5% und 15% mehr verdienen, ohne auch hier nur den kleinen Finger zu rühren. Und das ist, glaube ich, etwas, was sich jeder Trader auf die Fahne schreiben sollte, dass er in diesen Zustand kommt. So, und deswegen habe ich jetzt eben diese Empfehlung für euch. So, ihr habt also gesehen, aus diesem Grund, dass wir also sagen, wir wollen passive Einnahmen haben, wir wollen auch bei dem Cashflow-Quadranten auf der rechten Seite stehen, wir wollen bei den Investoren, wir wollen bei den Unternehmern stehen. Das ist der Grund, warum ich sage, ihr müsst neben dem Trading auch zwingend investieren. Und der Vorteil ist ja ganz einfach, dass wir für das Investieren einen Faktor nutzen können, der nahezu alles andere schlägt, was es im Trading gibt. Nämlich Albert Einstein soll angeblich gesagt haben, das wäre das 8., 9., 10. Weltwunder, ich weiß nicht genau, der Zinseszinseffekt. Das heißt, wir haben ja Zeit, um wirklich auch aus einem kleinen Kapital ein sehr, sehr großes zu machen. Und dafür benötigt man jetzt nicht zwingend 40, 50 Jahre. Nein, auch in 5 bis 10 Jahren kann man aus einem kleinen Kapital, wenn man es richtig macht, ein doch sehr schön großes Kapital machen, um dann auch von den Einnahmen leben zu können. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man das? Jetzt gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ihr könnt euch im Internet informieren. Es gibt ganz viele tolle Seiten darüber. Ne? Es gibt auf Facebook viele Gruppen, Dividendenwachstum und so weiter. Könnt ihr euch alles informieren. Ihr könnt hier so Bücher lesen. Wie hat das unser aller Vorbild Warren Buffett gemacht? Es gibt viele andere Bücher, gerade im amerikanischen Bereich, über den Dividendenhandel, über das Dividendeninvestieren. Aber ich persönlich habe für mich in den letzten Jahren eines gelernt. Wenn ich etwas wirklich schnell und effektiv lernen will, dann hole ich mir jemanden hinzu, der es schon perfekt macht und von dem ich einfach etwas lernen kann. Und der Nils ist so jemand, von dem man etwas aus diesem speziellen oder in diesem speziellen Bereich lernen kann. Ich habe in den letzten 3, 4 Jahren, seitdem ich den Nils intensiver kenne und wir uns austauschen, so wahnsinnig viel gelernt. Und mein Depot, mein eigenes Langfristdepot, hat in dieser Zeit so eine dramatische Umwandlung vollzogen. Mein gesamtes Denken aufs Investieren hat so eine dramatische Umwandlung vollzogen, dass ich euch dieses Seminar unbedingt ans Herz legen kann. Und wir als Firma, also wir sind der Veranstalter dieses Seminars und wir haben den Nils wirklich lange überredet, dass er das Seminar macht. Denn es wird natürlich jetzt wieder einige geben, die sagen, naja, das ist auch wieder einer, der Seminare anbieten will und damit Geld zu verdienen. Eben gerade nicht. Der Nils wollte überhaupt kein Seminar machen. Der hat ja so seine kleine Gruppe, mit der er da unterwegs ist, Leute, die sich austauschen. Und wer den Nils auch ein wenig kennt, der weiß auch, der ist alles andere als gern unterwegs und gern auf einer Bühne. Und wir haben ihn wirklich überreden müssen und sagen, Mensch, mach doch mal bitte so ein Seminar, weil wir einfach glauben, dass es wichtig ist, dass man von jemandem, der das so intensiv rüberbringen kann, der so viel Fachwissen hat, dass wir einfach jemanden brauchen wie dich, der es unseren Kunden einfach zeigen kann. Und deswegen möchte ich euch ganz herzlich auf dieses Seminar einladen. Es ist also zweigeteilt. Es gibt einmal eine Woche lang ein Seminar. Und zwar, ich habe mir das extra aufgeschrieben, 28. Mai bis zum 1. Juni 2016 in Leipzig im Hotel Fürstenhof. Ein wunderbares, dem Event angemessenes Hotel. Und danach gibt es dann noch eine 10-teilige Webinarreihe, an der alle Seminarteilnehmer teilnehmen können. Also das ist quasi mit inklusive. Es sind noch viele, viele andere Dinge inklusive. Die Beschreibung findet ihr hier unten drunter. Und es ist einfach so, wenn man etwas lernen will, dann muss man zu einem Meister gehen. Ich nenne ihn jetzt mal so. Ich weiß, der Nils wird jetzt wieder abwinken. Aber dann muss man zu einem Meister gehen und muss es sich bei ihm abschauen. Vieles kann man auch so lernen. Aber es gibt einfach so gewisse Dinge, die kann man nur lernen, wenn es einem jemand zeigt, der eben schon viele Jahre in der Praxis ist und der es vor allen Dingen selber auch praktiziert. Wir wissen alle, in unserer Branche gibt es wahnsinnig viele Leute, die reden und aber eigentlich nichts können. Oder die sagen, ich erkläre euch jetzt mal, wie Dividenden funktionieren und die dann selber ein Konto haben mit 5.000 Euro. Schwierig. Der Nils ist jemand, der das viele, viele Jahre schon macht, von dem man wahnsinnig viel kennenlernen kann oder gelernen kann, besser gesagt, der ganz tief in der Materie drinsteckt, der ein
extrem intensiver Arbeiter an diesem Bereich ist. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, ich selber werde mir diese 5 Tage auch nochmal mit anschauen. Das heißt, ich werde diese 5 Tage auch mit vor Ort in Leipzig sein, werde das Seminar von vorne bis hinten mir anschauen. Ich freue mich darauf. Es ist eines meiner persönlichen Wissenshighlights in diesem Jahr und ich möchte auch, dass ihr bei diesem Seminar dabei seid. Deswegen schaut euch hier unten einfach die Beschreibung des Seminars an, entscheidet, ob ihr bereit seid, etwas in eure Zukunft zu investieren und ich kann euch sagen, das ist, wird mit das bestangelegte Geld sein, was ihr jemals in den Märkten investiert habt und vor allem, was ihr in euch investiert habt. Deswegen, Zahltagsstrategie, das Seminar, das Webinar, wir sehen uns hoffentlich gemeinsam in Leipzig auf dem Seminar und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal gibt es dann wieder ein Video, wo wir uns mehr dem Thema Optionen widmen, aber heute ging es eben mal um die Zahltagsstrategie. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute. Servus, macht's gut. Bye, bye.